Heute möchte ich euch zeigen, wie man ein Blumengesteck auf ein Zinktablett machen kann und wie man die Steckmasse dann befestigt, eben halt mit Pinholder. Bleibt dran. Hierfür nehme ich so ein Zinktablett mal, möchte ich euch zeigen. Da ist immer schön zu Weihnachten eben mit einer Kerze drin oder eben Ostern und. Kann man sich das richtig schön arrangieren. Meins habe ich schon ein paar Jahre. Was meins ist, habe ich es ausprobiert und das rate ich euch auch, ob es wasserdicht ist. Also sprich, ich habe es mal mit Wasser gefüllt und habe eben geguckt, ob irgendwo was durchläuft. Das tut es nicht. Nur so könnt ihr das verwenden. Jetzt habe ich hier so einen Kleber für die Pinholder. Dann macht man sich so ein Stückchen ab. Nimmt dann ein Pinholder, knetet dieses hier unter, also so ein Knetkit, und kann sich dann jetzt hier drin diesen Pinholder befestigen, richtig schön andrücken. Jetzt im Sommer ist es ja klar, ist das warm und geht auch richtig gut. Wenn es im Winter wirklich sehr fest sein sollte, hier diese Masse, dann könnt ihr die einfach über eine Kerze ein kleines bisschen ja, warm machen, also nicht anbrennen, nicht ran mit der Flamme, aber ein kleines bisschen, dass das warm ist, und so hält das richtig gut. Und machen jetzt hier die 6 Stück rein. Den Knetkleber mit dem Pinholder auch richtig schön andrücken. Denn im Pinholder sind ja diese Löcher drin. Und daher kommt diese Stabilität. Und der Knetkleber ist nicht wasserlöslich. Aber ihr kriegt den nachher auch genauso wieder abgemacht. Also da ist kein Schaden. Guck, schaut ihr. Und dann kann man den wieder abmachen. Oder mit heißem Wasser. Also ihr macht euch da nichts kaputt. Und ja, diese Methode könnt ihr nehmen für Glas, für Porzellan, für Keramik. Macht man immer Steckmasse so fest. Also wenn man jetzt keine Seitenwand hat, wo man die Steckmasse zwischenschieben kann und das eben auf so gerade Flächen ist, macht man immer dieses so nach dieser Technik. Jetzt habe ich mir meine Steckmasse schon eingeweicht, ein Ziegel. Einfach rauflegen, 2 Minuten warten. Dann ist die Oase-Steckmasse ruckzuck vollgesogen. Und jetzt komme ich ganz einfach bei und teile mein Ziegel. Und nehme den und schiebe den jetzt auf den Pinholdern ganz einfach so rauf. Hier gucken, wo ich es abschneide. Und habe jetzt hier automatisch auch einen richtig schönen großen Gießrand. Jetzt gerade für die Blumen im Sommer, die eben ja auch viel Feuchtigkeit brauchen, kann man immer schön anschließend nochmal nachgießen. Die Ecken flache ich mir so ein kleines Stückchen hier insgesamt ab, dass ich nicht so viel Material jetzt brauche. Und ich fange ja jetzt sehr gerne an, mit dem Grün zu arbeiten. Und habe mir jetzt von draußen einfach Flieder mitgenommen. Also die Fliederblätter, die wunderbar eben für solche Gestecke eben auch geeignet sind. Okay. Und stecke jetzt. Hier ist es zwar schade, dass man es nicht so super teilen kann, wie ich euch das schon bei anderen Sachen gezeigt habe. Ich komme hier auch bei und schneide den Flieder richtig schön schräg an.
Und jetzt hier für unten mache ich die Blätter ab. Man kann den richtig schön verwenden. Hier hat man jetzt zwar ein bisschen mehr Abfall bei, aber das ist jetzt ja auch nicht so schlimm. Mein Besteck habe ich jetzt so ganz locker von allen Seiten. Also ich kann es jetzt mittig hinstellen, kann es aber auch irgendwo ranstellen oder. Und fange jetzt hier mit der Lefkoje an. Da die Lefkoje aufstrebend ist, guckt die natürlich auch immer ein Stückchen raus, da jetzt ja Blatt genug raus und vor allem hier zeigt sie hoch. Also wenn man jetzt so arbeiten würde, dann wäre es ein riesengroßes Gesteck. Das könnte man jetzt auch machen. Ist es bei mir ja aber nicht. Und ich möchte euch das nochmal zeigen, wie das ganz genau geht jetzt hier mit den Gruppen. Zwar wird dieses jetzt meine Hauptgruppe praktisch in der Mitte. Und dieses ist jetzt meine Nebengruppe. Ganz klein. Und jetzt hier ist der Ausgleich dazu. Hier praktisch meine Gegengruppe. Und bei den Lefkojen mache ich das so, dass die Spitzen von den Lefkojen innen drin bleiben. Also nicht, dass die so rausgehen, sondern dass sie ins Gesteck reingehen. Da achte ich drauf. Alles, was ich anschneide, also reinstecke, schneide ich auch immer schräg an. Und das ist jetzt so meine erste Blume. Für so einen schönen Farbkontrast noch die Veronika mit diesem Blauton, also rosa, pink, blau, das sieht ja richtig, richtig gut aus. Und die ist natürlich auch aufstrebend. Die kann ich jetzt hier so richtig schön ransetzen, komme hier auch bei und entferne die Blätter. Und nehme ich sie einfach jetzt hier in diese Richtung runterziehe, also zum Stielende hin. Weil desto länger hier blüht natürlich die Blume. Also ich mache das hier oben auch wirklich mit ab. Guck dann auch. Und natürlich auch bei der anderen Gruppe. Mache ich das hier gleich rein. Ich mir noch 10 richtig schöne, bezaubernde rosafarbene Rosen besorgt. Und hier komme ich jetzt auch bei und arbeite die so auch Blatt ab.
jedenfalls zum Großteil, und dass die richtig schön gestaffelt sind. Also wenn ihr mögt, könnt ihr dieses jetzt hier auch bei der Rose entfernen. Das macht man auf jeden Fall, wenn es eine Hochzeit ist. Oder dann, also dann entferne ich das auch. Aber ansonsten mag ich das eigentlich auch, wenn das in den Gestecken so drin ist, so wie es Natur ist. Und kann den dann auch so schieben. Ein kleines Stückchen höher. So habe ich jetzt hier nochmal so ein ungleichseitiges Dreieck. Und der Bewegungsmittelpunkt von allen Blumen ist jetzt hier. Dass das jetzt also eine Gruppe ist. Also dass die Stiele nicht kreuz und quer gehen, sondern dass dieses so man auch sehen könnte als ein Gesteck. Jetzt also sind alles drei Gestecke, die in ein Gesteck zusammengehören. Das ist jetzt die erste, die eine Seite. Ich drehe das mal um, mein Gesteck, sonst kann man ja nicht arbeiten. Und jetzt für die Rückseite habe ich mir entschieden, hier die Inka-Lilie zu nehmen, weil ich fand die Farbe jetzt so bezaubernd. Ich komme jetzt hier bei. Kann die auch so richtig schön einstecken, weil die Inka-Lilie, die fällt immer so richtig schön. Also schneide die jetzt, ihr könnt die jetzt, das hier zwar jetzt einzeln auf, mache ich bei den kleineren, aber wenn ich ein kleines Stückchen weiter raus, dann schneide ich die bei der Inka-Lilie eigentlich so ab und stecke die dann zusammen. Also von oben gerade rein und so fällt die dann alleine auch runter. Hier komme ich bei, weil ich die kleine haben will, und stecke die einzeln. Oder könnt ihr noch mal gucken. Ich die jetzt hier nochmal dazu stecke.
Jetzt habe ich hier noch drei schöne Bartnelken. Und mit denen, da die jetzt auch schon mehr lagernd sind, natürlich diese kleine jetzt nicht, aber diese, arbeite ich die weiter nach unten. Und ordne die auch wieder so an, dass die Blume in jedem einzelnen Gesteck ist, aber eben auch im ungleichseitigen Dreieck insgesamt. Und für die weiße Blume habe ich jetzt natürlich die Kamille, finde ich jetzt ganz, ganz bezaubernd, eben jetzt mit dem Gelb und mit diesen schönen Blütenblättern, also nehme ich im Sommer immer ganz gerne. Und hier kann ich ja das praktisch auch alles teilen. Also und immer Blumen, die man so teilen kann, sind natürlich richtig schön, eben auch in Gestecke, wenn man da ja gar nicht so viel Blumen braucht, können die dann sich zusammen machen jetzt hier und eben auch gleich so einen Tuff stecken, oder man könnte jetzt hier aus einer Blume schon mehrere solche Tuffs machen, so das ist dann immer doch sehr praktisch. Fasse ich das hier so und schneide alles gleich an. Und kann dann gucken und gehe jetzt hiermit auch richtig schön weit runter. Ich habe die richtig schön hier drin und kann jetzt eben halt auch noch mal gucken, okay, wo ist ein bisschen Steckmasse, wo könnte noch was verdeckt sein, noch ein kleines bisschen jetzt von dem Grün habe ich mir liegen lassen. Jetzt hier sehe ich gerade, da könnte wirklich noch ein bisschen Grün hören. Gehe jetzt von vorn und von hinten wirklich mein Gesteck durch.